zählt die Rennen, gibt Karun, rufst am Es ist offensichtlich eine Art Gedenkveranstaltung. Wir können das sprachlich drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist eben doch eine. Und das heißt auch, es sind gewisse Gefahren damit verbunden, die mit Gedenkveranstaltungen immer verbunden sind. Die eine könnte man vielleicht bezeichnen mit dieser Richtung des notorisch Pflichtbewussten, dass Gedenkveranstaltungen gerne haben, oder zum anderen mit dem Gestus der Vereinnahmung, die solche Veranstaltungen dann häufig annehmen. Als ich Institutsvorstand wurde, ist auch schon lange her, haben wir uns gemeinsam entschlossen, also meine Kollegin Ulf Bierbauer ist da, auch Hans Hüttner und Wolfgang Greisenecker, diesen Saal umzubenennen. Es wurde als Zeichen gesetzt, als wissenschaftspolitisches Zeichen, möchte ich sagen. Nicht, dass wir den Goethe partout raushauen wollten. Der hat seine Stellung in der Literaturgeschichte und überhaupt. Aber es sollte ein Zeichen sein, und so war es auch gedacht, für die Institutsgeschichte, dass das Institut um seine Vergangenheit weiß, bei aller Achtung vor allen Privatinitiativen, bei aller Achtung vor den kleinen Initiativen, ist es ganz erstaunlich, wie diskret unsere großen Bühnen in Wien diesen Anlass einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Wir können vielleicht auch gerade für die heutigen daran denken, wenn Jura Seufer angeblich eine Symbolfigur für ein anderes Österreich ist, dass Jura Seufer als Immigrant nach Österreich gekommen ist, als Flüchtling. Dass Jura Seufer in ein Land gekommen ist, das gerade erst seine erste Schritte in einem Lernprozess hin zum demokratischen System gemacht hat und diese Lehrjahre leider sehr miserabel abgeschlossen hat. Wenn es dir allein daheim nicht mehr gefällt, dann zieh hinaus wohl in die weite Welt. Ja, wandere, Brüderlein, wandere. Wird zu Ende deine kleine Zeit, dann zieh hinaus in die Ewigkeit und such dir einen an. Und hat der wilde Sturm das Schiff erfasst, dann lach und bind, ich lache dann den Mast. Ich wett, du wirst nicht ersaufen. Hast du deinen Weg einmal verloren, dann lach und guck nur immer zu nach vorn, du wirst dich schon nicht verlaufen. Und so schießt man hin und her, wozu hat man ein Gewehr? Schließlich schießt man zum Vergnügen. Und wird's morgen anders sein, gehen wir halt in Führer rein. Gehen wir halt ein bisschen ziehen. Das Märchen heißt, der treueste Bürger Bagdads. Und wahrlich, es steht unter strengstem Copyright, einschließlich aller Rechte der Film- und Radioübertragung, sodass wer von euch sich erkühnen sollte, seine gottlose Hand darauf zu legen, durch Rechtsspruch zu Schande käme, an seinem Geld und seinem Vieh, an seinen Knechten, Mägden und Weibern, und verflucht soll er sein bis in die dritte und vierte Auflage. Gong!
Und so möge dann dieser Musterbasar der ganzen morgenländisch-islamistischen Welt voranleuchten, als ein Musterbeispiel kleinasiatischen Handels, kleinasiatischen Wandels und kleinasiatischen Fatalismus. Kismet! Kismet! Und Lichtchen, Sie können diese Lichtchen auch in die Hand nehmen, um besser lesen zu können. Es gibt auch Tondokumente, es liegen auf den Fenstern MP3-Player. Wenn irgendwas nicht funktioniert, sich bitte ans Ausstellungskuratorium zu wenden. Im November 1937 wurde Schäufer verhaftet, wobei neben illegalen kommunistischen Druckwerken auch unveröffentlichte Arbeiten beschlagnahmt wurden. Das wegen Hochverrat und anderer Delikte geführte Verfahren wurde dann im Zuge der Amnestie nach dem Berchtesgadener Abkommen vom Februar 1938 eingestellt und Schäufer kam am 17. Februar 1938 für 25 Tage in Freiheit. Und es ist das besondere Verdienst des nachmaligen Gründers des Dokumentationsarchivs, Herbert Steiner, die Bedeutung Schäufers erkannt und sich eigentlich lebenslang für die Auffindung, Bewahrung und Verbreitung von dessen Werk eingesetzt zu haben. Wir sind sicher, schrieb Steiner Ende 1944 an Heli Andis, dass Schäufers Werk in einem freien Österreich, in das wir hoffentlich bald zurückkehren werden, großen Anklang finden wird. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird sich sein Komet Konrad kein zweites Mal in die Erde verlieben. Also lesen wir ihn, spielen wir ihn gegen die heutige Hornhäutigkeit. Im Wohnloch des Proleten hingen Uhren, die ohne Pause gingen, Symbole der Zeit, die vorwärts marschiert. Die Nazi-Spieluhr aber pausiert zur Mittagsstunde des Volksgenossen und spielt das Liedchen, das ihm gebührt. Den Brotkorb hoch, den Riemen eng geschlossen. Gesegnet und verdammt ist diese Erde. Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde. Und ihre Zukunft ist herrlich und groß. Denn nahe, viel näher als ihr es begreift, steht diese Zukunft bevor. Ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift, die Schatten vom Antlitz der Erde schon streift und greift zu den Sternen empor. Ich weiß, dass von Sender zu Sender bald fliegt die Nachricht vom Tag, da die Erde genas. Dann schwelgt diese Erde, erlöst, beglückt. Ein Reichtum ohne Maß. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Voll Leben und voll Tod ist diese Erde. In Armut und in Reichtum grenzenlos. Gesegnet und verdammt ist diese Erde. Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde. Und ihre Zukunft wäre herrlich und groß.